Als wären sie im Krieg. Britische und französische Fischer auf dem Ärmelkanal, tobt ein Streit um die Jakobsmuscheln. Es fliegen Schimpfwörter, Leuchtraketen, Ölfässer und Steine. Wir wollen die Engländer hier vertreiben. Wenn wir nichts unternehmen, fischen sie uns alles weg. Jakobsmuscheln werden mit Netzen vom Grund des Ozeans geschürft. Deswegen braucht die Natur Zeit, um sich zu erholen, sagen die Franzosen. Von Mitte Mai bis Oktober dürfen sie keine Jakobsmuscheln fischen, so das französische Gesetz. Den Engländern ist das egal, denn in Großbritannien gilt diese Regel nicht. Außerdem sagen sie, sie fischten nur in internationalen Gewässern, nicht in französischen. Bislang galt ein Kompromiss. Im Sommer fahren die Briten nur mit kleinen Schiffen raus. Doch als die immer mehr davon schickten, eskalierte der Streit. Heute Nachmittag suchen Fischereiverbände und die Industrie im Londoner Umweltministerium nach einer Lösung. Die Franzosen müssen uns etwas anbieten, denn wir müssen doch das Problem lösen, damit wir so etwas auf hoher See nicht mehr erleben müssen. Denn sonst wird beim nächsten Mal jemand verletzt oder gar getötet. Die Regierungen von Großbritannien und Frankreich wollen erreichen, dass die Lage nicht weiter eskaliert. Die französische Marine ist bereit einzugreifen, wenn die Fischer wieder aneinander geraten. Wir werden dann Kontrollen durchführen, denn die Situation ist doch sehr bedauerlich. Ende März will Großbritannien die Europäische Union verlassen. Nach dem Brexit könnten britische Fischer ganz aus EU-Gewässern ausgesperrt werden und der Streit weiter eskalieren.